Meine Lieben, wir schauen uns heute gemeinsam ein wunderbares Video an, und zwar 8 YouTuber, die mit ihren Videos ihre Karriere versaut haben. Ich gehöre noch nicht dazu, nach diesem Video vielleicht schon. Mit dabei ist heute Tobi. Let's go. Du bist da drin. Du weißt, dass der Clip existiert. Halt dein Maul! Wow! Cool! Wir haben jetzt hier ein kleines Setup uns Tobi, aufgebaut. Bitte komm, hör auf. Let's go. Form hat es so vielen Menschen ermöglicht, aus dem Nichts und quasi über Nacht berühmt zu werden wie YouTube. Allerdings gibt es auch kaum eine Plattform, auf der man aufgrund eines Fehlers in Sekunden alles verlieren kann. Ja. KuchenTV kennt man, oder? Der hat Scheiße gebaut. Wollen wir jetzt zurückgehen, oder meinst du, die Leute stressen? Wir euch daher 8 berühmte YouTuber mit unzähligen Fans. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung, ich kenne nur den Linken. Die ihre Karriere mit nur ein... Wer ist das nochmal? Ich kenne nur den Rechten. ...in einem Video komplett zerstörten. Wir zeigen euch dafür heftige Skandale von bekannten deutschen YouTubern, aber auch krasse Intrigen und Hinterhältigkeiten, die die internationale YouTube spannt. Deshalb bleibt dran. Das waren jetzt Engländer quasi, die kennen wir noch gar nicht. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was... Steht da deutsche YouTuber? Ich würde das Video echt lieber alleine machen. Okay, dann gehe ich aber, oder? Nee, bleib noch was sitzen kurz. Ich würde mich einfach hinter das Sofa. Alles gut. Ich würde gerne eurer Meinung nach, der größte YouTube-Skandal... Das ist ein Skandal, mehr wissenswert, wie das weiß ich jetzt nicht. Ah, das hat er auch kommentiert. Wir sind gespannt. Beginnen wir auf der Nummer 8 direkt mit einem YouTuber, der was lange Zeit ein extrem gefeierter Star Bitch war, sich mit seinem Content jedoch irgendwann zu weit aus dem Fenster lehnte. Und zwar Excel95. Was hat er denn gemacht? Excel95, der eigentlich Tobias Eckmeier heißt, ist ein mittlerweile 26-jähriger Livestreamer, der 2012 anfing, Videos zu veröffentlichen, in denen es vor allem um Essen, aber auch einfach nur um sein Leben ging. Damit traf er allerdings genau das Interesse vieler Fans und baute sich innerhalb kürzester... Ich glaube, sowas können wir alles einfach skippen. ...der Zeit eine Community von über 500.000 Followern auf, die regelmäßig seine Videos auf YouTube und seine Streams bei Twitch verfolgten. Irgendwann begann Excel95 dann jedoch damit... Ja, der hat da schon graue Haare bekommen. Tobi, das ist ein Handtuch. ...ein neues Format in seine Kanäle zu integrieren, das ihm im Nachhinein zum unwiderruflichen Verhängnis wurde. Und zwar die sogenannten... Echt jetzt? Ja, Digga, der war so besoffen. Aber wurde der dafür nicht überabgefeiert? Von seiner Community, ja, aber Bro, als du das angeguckt hast, der lag besoffen auf seinem Stuhl und hat nichts mehr gemacht. Echt jetzt? War der so besoffen? Der war sehr besoffen schon die ganze Zeit. Crazy. Der Inhalt der Drunken Streams war dabei so simpel wie ihr Name. Vor laufender Kamera ließ sich Excel95 mit alkoholischen Getränken voll... Guck mal, wie sie... Ich hasse Wissenswert, weil sie alkoholische Getränke... Der sagt jetzt voll laufen. Laufen... Guck mal, das Video könnte wirklich 7 Minuten lang sein, aber es ist 13:37. Da f***t euch doch, Digga, das macht ihr doch mit Absicht. Das machen die mit Absicht, no joke. Und sprach dementsprechend noch ungehemmter über seine Meinungen zu allen möglichen Themen. Dies verstörte jedoch nicht nur einige Fans. Typical Excel-Viewer. Oh, Mann! Banken Session verstieß in vielerlei Hinsicht gegen die Community. Der wurde sogar Kanal echt jetzt? Deshalb es nicht lange dauerte, ja, bis er von der Plattform gebannt wurde. Ach, crazy. Das gleiche traf dann kurz darauf auch auf seine YouTube-Kanäle zu, die innerhalb kürzester Zeit ist zahlreiche Strikes erhielten. Komplett weg? Wenn ich jetzt noch was von Excel sehen will, wo finde ich das? Im Anschluss blieb jede Beschwerde. Die dürfen überhaupt darauf reagieren, weil der ist ja quasi gelöscht. Also ist der kommt. Ja, man darf ja hat man den einfach aus dem Internet gelöscht? Man hat einfach. Ja, man hat einfach mit dem Knopf. Digga, man hat einfach. Man hat einfach, man ist einfach hingegangen, hat seinen Router kaputt gemacht, hat gesagt, so, jetzt nicht mehr, sollst du privat. Von Excel 5. Wo? Ich auch nicht. Meidert, ich hoffe es schon. ...sich an YouTube erfolglos und die Plattform verbat ihm sogar offiziell, jemals in seinem Leben einen Kanal zu eröffnen. Gott. Mittlerweile streamt Excel95 zwar auf der chinesischen Plattform Trovo. Wie viele Zuschauer hat er da gerade? 367 ist schon gut. Stabil. Aber man kann halt sonst nichts anderes sehen. Von über 500.000 auf 7.000 zusammengeschrumpft. Als nächstes kommt... Provo, Alter. Ich glaube, das können wir gar nicht mit reinnehmen, weil das ist ja überall gebannt. Das darfst du gar nicht auf YouTube hochladen. Ja, macht doch der auch. Ja gut, aber wissenswert wird von mir dafür noch angezeigt werden, dass sie diesen YouTuber thematisiert haben. Dann würde ich jetzt auch eine Selbstanzeige stellen. Dann können wir das Video hochladen. Perfekt, dann machen wir das. Kommen wir zu einem YouTuber, der sich ebenfalls innerhalb kürzester Zeit eine... Das ist auch Excel. ...von knapp 300.000... Wer ist denn ein Sohn, ne? ...Bands aufgebaut hat... Gurkenkind. Jedoch über Nacht alles verlor. Ja. Was und hat der nochmal? Der hat auch so einen Fan irgendwie abgezogen oder sowas. Da war doch irgendwas. Ja, der hat doch irgendwie so... War das nicht der, der... Der hat doch auch ein illegales Hundekampfturnier gemacht, glaube ich, oder? Hat sich doch mit Mettwurst eingerieben und dann... Hat er sich lecken lassen? Ja, von dem Hund in einem Hundeschelter. Also wer das macht, ist echt ehrlich, traurig. Ist eklig, vor allem, wenn du mit ins Tierheim nachts einbrichst und das dann machst mit hier Hunden. Hier in Köln-Meerheim. Ja, um die Ecke hier sofort. Genau. 7 Minuten Fahrt und eine Minute vom Parkplatz dahin. Und dann Mettwurst kostet auch nochmal 70 Cent und das halt auf dem Körper verschwindet auch nochmal 3 Minuten. Und das... Gurken so. Bis zum 4.
April 2021 war Gurkensohn ein beliebter YouTuber, der vor allem Videos über seine Autos, seine Essensgewohnheiten und seine Liebe zu Gurken veröffentlichte. Ich sehe jetzt halt wirklich keinen großen Unterschied zu den Kandidaten vorher. Nach dem 4. April 2021 verschwand er jedoch nahezu spurlos aus der Öffentlichkeit. Hä? Doch was war passiert? Vor einiger Zeit drehte Gurkensohn ein Video mit halt gemacht, also einem Familienmitglied der sagenumwobenen Ritterfamilie, die seit Jahren... Mann, ganz ehrlich, Alter, wenn die Ritters keine gewesen wären, wären die echt die lustigste coolsten, Familie der Welt. Aber kann man klar, so auch sagen. Sehr traurig halt eigentlich. Mann, die hatten eine Brotbox mit Zigarettendrin gehabt. Gewaltsame nicht nur gewesen. Eigentlich waren die nicht so also cool. Also war alles schlimm. Eigentlich war alles Schiss, was die von Stern TV dabei begleitet wird, wie sie trotz bitterer Armut versucht, durchs Leben zu kommen. Für dieses Video versprach Gurkensohn seinen Zuschauern, dass er Karin Ritter Geld vorbeibringen möchte, damit sie und ihre Familie ein angenehmeres Leben führen können. Hat er nicht gemacht, dieses oder? Geld ich soll er laut nicht, Karin Ritter jedoch nie abgegeben haben. Ja, vor Karin Ritter. Bro, Alter, Karin Ritter, Digga, Karin Ritter. Dich einfach umnebelter Geist und sie kommt einfach an und macht dich komplett fertig, Digga. Du wolltest jede Woche hierher kommen und Geld bringen. Was hast du gemacht? Nichts. Nicht? Hat der wolltest jede Woche vorbeikommen und Geld bringen? Was hast du gemacht? Nichts, gar nichts. Die hat einfach seine Karriere beendet. No stell joke. Dir mal vor. Karin Ritter beendet deine Karriere. Was das ist war das? Ihr letzter Gnadenstoß. Und dann hat sie sich. Ja, dann ist sie. Ja. Gut. Ja, hast du hier in der Wohnung rumgedreht. Hier ist noch nicht ein Cent angekommen. Ist aber auch von ihr sehr lebhaft, wie sie das formuliert. Auch ne? Sehr greedy. Ja. Ich meine, die Geschichte auch nicht davon abhängig. Ereignete sich kurze Zeit darauf. Mit diesem Zuschauer. In diesem Fall startete Gurkensohn einen Spenden-Livestream, das fand ich schlimm. Dessen Einnahmen einem seiner Fans mit körperlichen Einschränkungen zugutekommen sollten. Ich meine jetzt, gut, erstmal Geld sammeln für diese Scheiße, ist die aber dann nicht zu geben, ist wiederum okay, glaube ich. Aber jetzt Geld sammeln für einen Fan, der dieses Geld soll er jedoch nie an seinen Fan weitergegeben, guck sondern... man sieht sogar die Aufnahmen, wie Gurkensohn das Geld zählt. Laut wo haben die her? Selbst krass. Eingesteckt das war richtig viel sogar. Ja. Zwar dementierte Gurkensohn stets alle Anschuldigungen, als die Skandale jedoch ans Tageslicht kam, verschwand er komplett von der Bildfläche nie wieder was hochgeladen, und hat ne? seitdem keinen neuen Content so mehr in die Wand fahren. Auf der Nummer 6 kommen wir zu dem Mitglied eines extrem erfolgreichen YouTube-Kanals, dessen Aktion zwar nicht gleich seine komplette Karriere zerstörte, ihr jedoch zwischenzeitlich sehr großen Schaden. Kollegen ist nicht Jan ist korrekt. Hinzufügte. Die Rede ist der Rechte von ist Gewitter ja geizig. Im Kopf, beziehungsweise noch böse, einem der beiden Protagonisten, nämlich Tim Lehmann. Für viele war der Kanal von Tim, ihm und seinem das ist, Lehmann. Im besten Tim und Lehmann. Freund Jan, der übrigens das Tourette-Syndrom hat, das perfekte Beispiel dafür, wie man mit inklusivem Content nicht nur Millionen von Menschen erreicht, sondern auch ein extrem... Warte, ich will nur ganz kurz, dass du siehst, wie gut sich Tim entwickelt hat. Ganz rechts, der liebe Muttersohn. Ja. Nicht nur Millionen von Menschen erreicht, sondern Cologne Fuckboy Boss. Auch ein extrem sympathisches, angenehmes Image aufbaut. Ne? Ja. Dieses Image wurde im Jahr 2001 Glowdown? Glow the Line. Andere sich Richtung. Jedoch zu Kröcke. Damals nahm Lehmann da nämlich über Nacht alle Beiträge auf... Dass alle mal sich gedacht haben, alle haben sich wirklich in YouTube-Deutschland mal gedacht, ich kann das so machen wie Revi. Maxify, Tim, dachten wirklich so, ich kann einfach mal die Frisur rocken wie er. Nein, könnt ihr nicht. Ihr seht alle wirklich richtig beschissen damit aus. Ja, ich auch, aber ich stehe dazu. Nein. Ich stehe dazu. Nein, aber ich nicht. Und ich sage als Freund, dass es okay ist. Mach jetzt weiter. Auf den Social-Media-Kanälen von sich und Gewitter im Kopf offen. Ja, das Ding ist halt, ich habe da schon mal zu was gesagt. Er dann den Link zu einem Video, in dem schwieriges Ding, er wollte halt einfach nur einen Song für seinen Opa machen. Es wurde von vielen Leuten kritisiert, zu Recht, weil die Kommunikation irgendwo schwierig beschissen gewesen ist. Er hat es aber nicht böse gemeint. Der kurz danach wurde. Können wir, glaube ich, skippen. Ist jetzt nicht, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Wir nun, wie versprochen, zu einem YouTuber. Nummer 2 konnten wir leider nicht zeigen. Nummer 2 konnten sie nicht zeigen. Hä? Dann sind es doch nur 7 YouTuber. Warte, wir schneiden ganz kurz Nummer 2 selber rein. Nummer 2 ist ein rothaariger Mann aus Madeira, der seine Fans damit verstörte, dass er einfach aus Deutschland auszog und auf die Insel zog. Nun hinterzieht er dort rigoros Steuern und zahlt keinerlei Sozialabgaben mehr an Deutschland. Das ist natürlich gelogen und dieses Voiceover ist kompletter Scheiß. Nummer 1. Danke. Für seine Videos gefeiert. Heftig mit Ungo, oder? Heftig, ja. Gefeiert wurde, in denen er die Skandale von anderen YouTubern aufdeckte und die ihm bei und selber halt den Fans schlimmsten Skandal einen sehr guten Ruf verschafft. Was ist das für ein Set? Das ist das schrecklichste Set, diese was ich jemals Farbe gesehen habe. Das ist alles beißt mir einfach so in den Auge. Tut einfach nur weh. Die Rede ist von niemand Geringerem als KuchenTV.
Seit einigen Wochen hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet und KuchenTV ist nicht nur Empfänger eines riesigen Shitstorms geworden, sondern muss sich auch mit Vorwürfen auseinandersetzen, die extrem schwer wiegen und nach wie vor nicht aus der Welt geräumt sind. Ja, hat eine Anzeige kassiert. Was ist eigentlich passiert? Vor einiger Zeit sagte KuchenTV, der im echten Leben Tim Held heißt, Das Video war für mich so ein Ding, wo ich dachte, boah, ist das echt, ist das krass? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weird. Und wenn ich mir das jetzt rückwirkend anschaue, hat der wirklich, muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Reinschlagmoment, weißt du, wo ich gerne meinen Bildschirm boxen würde, einfach, weil ich sauer werde. Nicht ihn. In dem Bildschirm, wenn das Video von ihm läuft. Ach so, ja. Genau. Dass er vor einigen Jahren seiner Frau ja auch, und heutigen ne? Mutter seines Kindes... Ja gut, Kindes, das blurren wir hier an der Stelle mal, das muss nicht sein. Nee. Zwar sagte seine Frau mittlerweile, dass sie den Vorfall einfach nur vergessen will und Tim Held deshalb nicht mit juristischen Konsequenzen drohen will. Aber es ist doch gar nicht passiert, oder doch? Hätte er doch gesagt, das war also. Ich verstehe das alles gar nicht. Man kann sich da nicht mehr retten raus, Alter. Was damals tatsächlich geschah. Schlimme ist, dass der Skandal beginnt hier allerdings erst. Vor einigen Tagen veröffentlichte KuchenTV nämlich ein Video. Digga, schön auf locker auch im Dezember nochmal mitgenommen, den ganzen Kram. Sehr, sehr nice. Indem er behauptet, dass das Video, in dem er seine schlimme Tat zugab, nur inszeniert war, um seinen Hater einzuwischen. Dieses Video sorgte jedoch für weitere Irritation. Seitdem muss sich KuchenTV nämlich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er würde sensible Themen wie Taten gegen Frauen nutzen, um selbst seine Reichweite zu steigern. Da außerdem nach wie vor der Vorwurf der Körperverletzung nicht aus der Welt geräumt ist, ist halt die Frage, ob er dafür anzeigbar ist. Also nach wie vor juristische Konsequenzen für Hater. Die ganze Sache ist also extrem kompliziert. Es ist halt wirklich, man will halt irgendwie wissen, was los ist. Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, fuck, das ist eigentlich scheißegal. Also nicht unter den Tisch schieben. Das am besten einfach halt solche Leute nicht mehr supporten. Ganz einfach ist es. Meine Jutzen, das waren 8 YouTuber, die extremen Shitstorm bekommen haben. Bei Teil 2 bin ich dann auch dabei. Ich denke mal, ich werde mir da was überlegen. Ja, wir gucken jetzt mal. Mal gucken, was wir da so machen können. Vielleicht isst du einen Delfin oder so. Vielleicht esse ich einen Delfin, vielleicht breche ich in den Kindergarten ein und mache alle Lego-Spielzeuge kaputt. Oder drehst irgendeinen blöden Prank, sage ich mal. Ja. Vielleicht breche ich in ein Schlachthaus ein und schände tote Schweine. Vielleicht habe ich auch schon ein paar Sachen angezündet. Ach so, mich geht's ja gerade gar nicht. Nee. Das ist. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von diesen gemeinsamen Reacts mit Tobi sehen wollt. Checkt auf jeden Fall sein Instagram aus. Der Bro freut sich über jede Nachricht von eurem Kontostand. Einfach mal den Kontostand fotografieren und ihn zuschicken. Screenshot einfach mit zuschicken. Perfekt. Und das war's an der Stelle von diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.